November 1918. Die Soldaten des Kaisers sind am Ende ihrer Kräfte. Keine Rede mehr von Sieg. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Neun Millionen Tote, Menschen als Material, vier Jahre lang. Das waren arme Teufel, die jeden Tag dem Tod ins Auge sehen mussten. Ohne Dank. Und ohne die unerhörte geistige die Begeisterung, die sie bei Beginn des Krieges gehabt hatten. Im Anblick dieser Opfer konnte man nicht mehr begeistert sein. März 18. An der Westfront letzte deutsche Offensive, doch der Gegner ist zu stark. Auch dank neuer Waffen. Panzer. Im August die Entscheidung. Der schwarze Tag des deutschen Heeres. Die deutsche Heeresleitung zieht die Konsequenzen. Hindenburg und Ludendorff lassen um Waffenstillstand bitten. Doch die Marineleitung ist nicht einverstanden. Ihre Schiffe liegen untätig im Hafen, seit Monaten. Eine große Seeschlacht gab es nur am Skagerrak, Ergebnis unentschieden. Jetzt wollen des Kaisers Admiräle kämpfen und befehlen Angriff gegen England. Lieber ehrenvoller Untergang als Kapitulation. Ein Himmelfahrtskommando. Die Matrosen aber wollen nicht geopfert werden. Sie streiken. Meuterei. Am 1. November 1918 gehen sie an Land. Die Revolution beginnt in Kiel. Und 6 Uhr morgens hörten wir einen Riesenknall. Und wachten auf. Da sagte mein Vater, die Engländer können das nicht gewesen sein. Und dann schliefen wir weiter. Bald haben die Matrosen Kiel in ihrer Hand, fast ohne Blutvergießen. Der Funke des Aufstands entfacht das Feuer der Revolution. Wie ein Flächenbrand überzieht sie das ganze Land. Am 9. November erreicht sie Berlin. Schon am frühen Morgen sind die Straßen voller Menschen, Arbeiter, Matrosen und Soldaten. Waffen werden in Stellung gebracht. Generalstreik lautet die Parole. Spontan bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Die Stimmung ist explosiv. Die Menschen fordern den Rücktritt des Kaisers. Auf dem Brandenburger Tor weht die rote Fahne. Der Monarch, fernab in seinem Hauptquartier in Belgien, zögert. Eine abenteuerliche Idee entsteht. General Gröner schreibt, der Kaiser muss ein großes Opfer bringen und an der Front im Kampfe fallen. Wilhelm denkt nicht dran und träumt davon, mit treuen Truppen nach Berlin zu ziehen. Doch dann die Meldung aus der Hauptstadt. Die Regierung gibt des Kaisers Abdankung bekannt, ohne ihn gefragt zu haben. Jubel auf den Straßen von Berlin. Niemand scheint dem Kaiser nachzutrauen. Jetzt schlägt die Stunde der Sozialdemokratie. SPD-Chef Friedrich Ebert wird zum Reichskanzler ernannt. Er will den Aufstand bändigen. Es war keine Revolution. Ebert war ein Mann, der eine evolutionäre, keine revolutionäre, sondern eine evolutionäre Entwicklung im Sinne der Festigung der Demokratie und des demokratischen Rechtsstaates herbeiführen wollte. Wie soll das neue Deutschland aussehen? Im Reichstag sitzt die SPD-Spitze beim Mittagstisch, ratlos. Ebert will eine Demokratie, doch mit einem Kaiser an der Spitze. Draußen warten Tausende voll Ungeduld. Da tritt Philipp Scheidemann ans Fenster und hält eine Rede, nach der es kein Zurück gibt.
Wie die Republik ausgerufen wurde, versammelt sich eine Riesenmenge, Menschenmenge, und da verkündete er die Republik. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Unerhörtes ist geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.